Was geht ab, Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Sean Strickland, der UFC-Star Mittelgewicht, welcher nun auf dem 4. oder 5. Platz sogar ist, ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er Kontroverse äußert in Interviews und allein schon im Cage, der viel Trash-Talk betreibt und so weiter und so fort. Ich hatte schon ein Video von ihm gemacht, dass er nach der Post-Fight-Press-Conference damals ja ein sehr, sehr fragwürdiges Interview abgegeben hat, wo er einfach, ja, wie gesagt, seine Art, das auszusprechen, was er denkt, natürlich nochmal frei präsentiert hat. Und jetzt hat er auch seine Meinung zu der Ukraine-Situation geteilt und hat dafür ordentlich Gegenwehr und sehr, sehr viel Hate und einen riesigen Shitstorm bzw. Beleidigung bekommen. Der freimütige Mittelgewichtler Sean Strickland ist kein Unbekannter in Sachen Kontroversen. Der 30-Jährige hatte zuvor ein Video veröffentlicht, in dem er andeutete, er wolle seinem UFC-Kollegen Belal Muhammad irgendeinen verrückten Scheiß antun. Auf diese bizarre Idee folgte das Eingeständnis einer verstörenden Kindheit, zu der offenbar auch eine Phase als Racist gehörte, wie er es so schön sagt, hat er selber von sich behauptet. Aber unabhängig davon hat er jetzt, wie gesagt, eine neue Kontroverse gestartet, indem er seine Meinung über die Ukraine und Russland geteilt habe. Er sagte jetzt dazu: Die Ukraine sollte einfach in die Knie gehen und sich beugen und russisch werden. Ich verstehe das. Es ist scheiße, ja, und man könnte gewinnen. Aber wollt ihr wirklich das neue Afghanistan für die nächsten 30 Jahre sein, sagte er hier. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber diese schwer zu schluckende Pille wird am Ende besser sein als das, was folgt. Dieser Tweet löste natürlich eine Menge Gegenreaktionen aus, aber Strickland versuchte schnell seine Äußerung mit den folgenden Worten zu verteidigen. Oh mein Gott, Sean said, bend the knee. Ja, ihr fucking Idioten, sagte er. Alles, was ihr tun wollt, ist hinter eurem Telefon zu sitzen und zu twittern. Werdet ihr Idioten ein Gewehr in die Hand nehmen, schießt ihr von einem Wohnhaus aus auf die Gegner, bevor es dem Erdbogen gleichgemacht wird, während die unschuldige Familie, die unter euch lebt, getötet wird? Nope, sagt er hier. Ich wünschte, wir könnten jeden auf Twitter einberufen und in die Ukraine schicken. Lauf my ass off, sagt er hier. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Haufen von Tastaturkriegern Putin sagt, du bist ein böser Kerl, das ist nicht richtig, hör auf. Dieser Mann macht sehr, sehr routinemäßig sein Ding. Glaubt ihr, das kümmert ihn? Das Letzte, was ich dazu sagen will, ihr Arschlöcher, ihr habt euch zu sehr an den Irak und Afghanistan gewöhnt. Das hier ist nicht so. Ihr redet über einen echten verdammten Krieg. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie ein moderner Krieg aussehen würde. Das Ausmaß des Verlustes an Menschenleben wäre ein verdammter Wahnsinn. Ihr könnt es euch gar nicht erst vorstellen. Das sind die Aussagen von Sean Strickland. Er haut hier wirklich richtig, richtig raus. Und er schiebt auf beiden Seiten seine Meinung, vergleicht auch Nahen Osten mit dieser jetzigen Situation. Und ja, da müsst ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen geschmacklos, hart. Aber auch auf eine gewisse Art und Weise, ja, weiß ich nicht. Kann man seine Meinung haben, wie man will. Ich find's krass. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wollt's euch gerne mitteilen. Der Shitstorm, den er bekommt, ist wirklich unglaublich. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.